Herzlich willkommen bei der plastikfreien Großfamilie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute nach der plastikfreien Challenge hoffe ich, dass du noch dran bist und dein Leben verändern möchtest auf Plastik reduzierte. Heute möchte ich gerne sprechen über die alten Leute. Die alten Leute haben sehr viele Lebenserfahrung, sehr viele Tipps können sie geben. Warum hören wir denn nicht zu? Warum nutzen wir das nicht aus? Und noch werden sie leben, zuzuhören und es umzusetzen. Also ihr müsst wissen, dass wir 1,5 Jahre gepflegt haben, Tante Rosel von meinem Mann, die 84 Jahre ist. Und ich muss euch sagen, die ist ein Schatz. Ja, das ist ein Schatz gewesen, was man alles gelernt hat von ihr. Wunderbar. Sie hat Sachen gewusst, wo wahrscheinlich in keinen Büchern mehr steht, ja. Also wirklich, ich möchte euch wirklich ans Herz anlegen, ganz anders die älteren Leute anzuschauen. Ganz anders. Einfach zu gucken, sich nicht aufzuregen, weil sie so langsam über die Straße laufen oder weil sie beim Einkaufen das Kleingeld noch haben und es so ewig dauert, bis sie was bezahlen oder auf der Straße, dass sie über die Straße queren und das dauert so lange oder sonst noch was, sondern einfach, okay, die sind älter, die sind beschränkt. Körperlich, ja, aber sie haben noch so viel erlebt und so viel, was man eigentlich von denen lernen kann, ja. Wir haben es gehabt jetzt und das hat wirklich, wirklich was gebracht. Der Nachbar fährt gleich raus. Und also uns hat es bereichert mit der Tante Rosel, ja. Die lebt noch weiter, die lebt in unser Herzen, die ist nicht gestorben, die ist einfach, wir sind weggezogen und sie lebt woanders und ihr geht's gut und ich kann sie sehen immer wieder und besuchen und sie mich und das ist schön, ja. Ihr müsst wissen, dass wir mit unseren Kindern hier zu der Tante eingezogen sind und das war wie eine Wohngemeinschaft, ja, mit alten und jungen Leuten. Und das war gut, weil wir voneinander gelebt haben und gelernt haben. Sie hat keine Ahnung von Internet gehabt, hat man ihr gelehrt. Wir haben keine Ahnung gehabt, wie wir jetzt alles umstellen sollen über Plastik, weil die hat erzählt vom Leben, vom Klein auf, wie sie eingekauft haben, dass viele Sachen eingepackt worden sind in Papiertüten oder einfach so reingelegt in Körbe, geflochten haben sie noch die Körbe selber. Also Wahnsinn, ja, oder halt auch Zeitungspapier mal eingepackt und ich denke mal wirklich, wir müssen mehr zuhören und mehr wertschätzen die Alten, denn sie wissen ganz genau, wie es läuft und wie funktionieren kann das plastikfreie Leben auf jeden Fall. Ja, wir hatten halt einfach das Glück, dass wir so einen Schatz wie Tante Rosel hatten und mit ihr gelebt haben und so viel von ihr gelernt haben. Auch ja, den Garten zu machen und dann selber zu pflanzen, dann zu pflücken, einzulegen und was weiß ich, also diese ganzen Tipps, nichts wegzuschmeißen. Also Essen wird bei den alten Leuten nicht weggeschmissen, weil sie es noch wertschätzen. Ne? Das ist unglaublich und ja. Vielen Dank, Tante Rosel, dass echt das mit dir diese 1,5 Jahre, mein Mann 2 Jahre mit dir dabei sein konnte und wir so viel von dir gelernt haben. Vielen lieben Dank. Und das war's für heute. Also wie gesagt, schätzt die Alten, fragt sie nach und wisst ihr, die werden nachher sterben und haben wir das nicht mehr. Wir haben dann nur vielleicht was Geschriebenes oder sonst was, aber die Tipps, was sie euch geben, Auge zu Auge, ist echt wertvoll. Wirklich wertvoll. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann von der neuen Wohnung und bis dann. Eure Großfamilie, plastikfreie Großfamilie, Öla. Ciao.